Ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Sub-Challenge 2020. Ich habe nach anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder mein Sub gezählt. Ich bin auf der einen Seite positiv überrascht, weil ich dachte, es sind mehr. Aber auf der anderen Seite wartet auf mich dieses Jahr eine brutale Sub-Abbau-Challenge. Der Reihe nach. So, ich sage euch erstmal die nackten Zahlen. Ich dachte, ich habe über 200 ungelesene Bücher. Ich verlinke euch mal meine alte, den Sub-Niedermetzeln-Challenge. Da habe ich euch immer jeden Monat einen Duftmonat, einen Sub-Monat gemacht, alternierend zu meinem Monatsrückblick. Und ich glaube, angefangen hatte ich mal bei 400 ungelesenen Büchern oder so. Also es sind jetzt noch 142. Was mich positiv überrascht, weil 142 ist gar nicht so krass. Einige würden sagen, ey, ich habe nur 50 auf dem Sub, das ist völlig okay. Wer jetzt 500 auf dem Sub hat, das ist auch völlig okay. Also soll sich niemand gechallenged fühlen oder abgewatscht, weil ich 142 immer noch als zu viel erachte. Es geht sozusagen um mein eigenes Wohlgefühl mit dem Sub. Früher wollte ich eine große Bibliothek haben und irgendwann war das dann einfach für mich zu viel, weil es ja immer noch andere tolle neue Bücher gibt, die ich lese und die ich teilweise kaufe oder anfrage und dann auf den Sub packe, weil ich habe noch so viele andere Bücher. Also mich überfordert aktuell tatsächlich, beziehungsweise jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren, die Auswahl. Weswegen ich stetig dabei bin, diesen Sub zu verringern. Das Ziel für 2020 ist ein Sub unter 50 Büchern. Mhm. So, es sind jetzt also quasi noch 92 to go. Wäre nicht so schlimm, wenn ich nicht manchmal mehr Neuzugänge als gelesene Bücher im Monat hätte. Was unterschiedliche Gründe hat, ich bekomme auch unangefragt mal Bücher zugeschickt, wobei ich mir dieses Jahr überlegt habe, ich muss unangefragt zugeschickte Bücher nicht zwingend auf meinem Sub packen, vor allem wenn ich sie nicht lesen möchte. Das ist definitiv eine Weiterentwicklung, vorher habe ich alles draufgepackt und muss ich gar nicht. So. Aber ich habe in der Vergangenheit auch gesehen, je schlechter es mir geht, desto eher neige ich dazu, mir Bücher zu kaufen oder Bücher anzufragen. Und weil ich versuche sozusagen mein schlechtes Gefühl zu füllen. So, ich bin auch essgestört, ich versuche es entweder zum Beispiel mit Essen oder mit Büchern. Andere kaufen sich Schuhe. Ich habe einfach gemerkt, es tut mir tatsächlich nicht gut. Also der Stapel wächst und irgendwie das Wohlbefinden, was ich davon ziehe, wächst nicht zwingend, also nur kurzfristig. Definitiv möchte ich deswegen dieses Jahr daran arbeiten und mein Ziel ist es tatsächlich langfristig sogar noch einen kleineren Sub zu haben, einfach weil ich es viel mehr genieße, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, weil ich es unbedingt haben wollte, dass ich das dann auch lese, also quasi sofort oder in einer Woche oder so und ich mich sozusagen nicht überwältigt fühle von den ganzen anderen Aufgaben, die noch bei mir rumliegen. Noch zu den kleinen Zahlen: von den 142 Büchern sind 55 Bücher Rezensionsexemplare und 87 aus Eigenkauf und Geschenken. Ich bin auch der Meinung, dass ich nicht 55 Rezensionsexemplare brauche, A, weil ich sie noch lesen muss, B, weil ich noch in der Rezension schreiben muss und C, weil ich die ja dann auch noch weiterschicken muss. Also ich muss sie sozusagen nicht nur streuen auf irgendwelchen Plattformen, sondern ich muss dann meistens das auch noch entweder irgendwo auf einer Plattform hochladen wie NetGalley oder ich muss eine E-Mail an den Verlag schreiben. Natürlich macht mir das alles Spaß, sonst hätte ich das ja quasi in the first place nicht gemacht, aber es baut auch Druck auf. Und ihr wisst ja, ich habe auch Depressionen gehabt und Burnout und ich kämpfe immer noch damit. Und mein Ziel ist es sozusagen, Aufgaben und To-Dos zu verringern und nicht noch weiter zu erhöhen. Und dementsprechend steht der Sub sozusagen als Wohlfühl-To-Do mit auf meiner Zielliste für 2020.
Ich bin super gespannt. Ich habe jetzt noch keine Aufgaben-Challenge entwickelt mit so viele Bücher pro Monat. Darf ich nur kaufen oder muss ich abbauen oder sonstiges? Ich will jetzt erstmal ein paar Monate schauen, wie es läuft. Und was ich mir aber vorgenommen habe, ich würde euch gern monatliche Updates zeigen, wie es sich entwickelt hat. Einfach aus dem Grund, weil ich nämlich dieses Jahr die Neuzugänge-Videos abgeschafft habe. Ich weiß, Neuzugänge werden immer sehr gerne geklickt, aber es nervt mich etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel 15 oder 20 Neuzugänge habe, die ich euch alle zeigen muss und die ich ja in der Regel noch nicht gelesen habe, wenn sie relativ frisch sind. Das heißt, ich kann zu den Neuzugängen inhaltlich auch relativ wenig sagen oder halt nur sehr kurz. Und ich empfinde es auf meinem Kanal viel sinnvoller, zum Beispiel in den in meinen Lesevlogs, in meinem wöchentlichen in meinen Lesewochen, ausführlich über ein Buch zu sprechen, was ich gelesen habe, weil dadurch kann ich euch ja wirklich einen Eindruck von dem Buch vermitteln. Das kann ich in dem Neuzugänge-Video nicht und das habe ich jetzt aktuell für dieses Jahr für mich erstmal gestrichen, weil es keinen Sinn macht. Einfach nur, ich habe das gekauft und das gekauft und das habe ich angefragt und dies und hier weiß ich eigentlich gar nicht mehr, worum es geht. Das hat für mich gerade überhaupt keinen Sinn. Ebenfalls gestrichen habe ich die Monatsrückblicke. Weil ich euch wöchentlich in meiner Lesewoche schon alle Bücher zeige und B, wenn ich in einer Lesewoche 3 bis 4 Bücher bespreche, kann ich euch ebenfalls ein viel besseres Feedback geben, als wenn ich 15 Bücher im Monat gelesen habe und euch ebenfalls eine Minute pro Buch oder 2 Minuten pro Buch diese Bücher vorstelle, sozusagen. Also es muss halt für mich auch ein bisschen Sinn machen und ich möchte auch euch irgendwas Sinnvolles vermitteln und nicht im Schnelldurchlauf irgendwelche Bücher durch die Gegend schmeißen. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich probiere das dieses Jahr aus. Das Jahr 2020 steht ja wirklich unter dem ganz großen Stern Wohlbefinden und zu gucken, was mir gut tut. Und trotzdem möchte ich euch aber auch irgendwas sozusagen mitgeben und zeigen. Und ich denke, das könnte gut werden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin super gespannt. Ich tracke ja jetzt im Januar schon fleißig, wie es läuft. Es macht echt, also Sub-Challenge macht aktuell wieder Spaß. Mal gucken, was ich in ein paar Monaten sage. Bis dahin. Tschüss.